Hallo, willkommen zur dritten Hausübung. Hier geht es um das Pascalsche Dreieck und später um ein Unternehmensprojekt. Jetzt werde ich erstmal mit der H1 anfangen, dem Pascalschen Dreieck. Hier ist Aufgabe H1.1 Fakultät und Binomialkoeffizient. Und in dieser Aufgabe geht es erstmal darum, dass wir im Package H3 eine neue Klasse erstellen. Diese Klasse nennen wir Pascals Triangle. So, die Klasse habe ich jetzt erstellt. Ganz oben sieht man auch im Package H3, wie in der Aufgabenstellung gewünscht. Und in dieser Klasse werden jetzt alle Methoden aus der Aufgabe H1 implementiert. So, als allererstes sollen wir eine Methode Faculty schreiben, die als formalen Parameter eine Zahl des Datentyps Int akzeptiert und auch eine Zahl des Datentyps Int zurückgibt. Das heißt, erstmal mit Public anfangen, weil in der Aufgabenstellung nichts anderes gegeben ist. Rückgabetyp Int. Name der Methode ist Faculty mit dem Parameter Int. Den können wir N nennen. Ja, das ist die gewünschte Methode. Und diese Methode soll jetzt die Berechnung der Fakultät liefern. Das heißt, wie in der Aufgabenstellung gewünscht, ist es jetzt, wenn wir Fakultät mit dem Parameter 5 eingeben, dass da die Zahl 120 rauskommt. Also 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Das können wir so implementieren, dass wir zuallererst eine Variable erstellen. Zum Beispiel gleich 1. So. Warum gleich 1? Damit wir den Sonderfall 0 auch abgedeckt haben. Das versteht sich dann gleich. Und zwar, weil die Fakultät von 0 ist auch gleich 1, genauso wie Fakultät von 1 auch gleich 1 ist. Dann ist es egal, ob 0 oder 1 hier bei der Faculty eingegeben werden. Da kommt dann 1 raus. So, und jetzt brauchen wir eine Vorschleife mit einer Variable i. Die setzen wir gleich 2. Und die Bedingung ist, dass i kleiner gleich Input sein soll. Also dem n. Und nach jedem Schleifendurchlauf soll i um 1 erhöht werden. So, in dieser Schleife multiplizieren wir die 1, die wir zu Beginn hatten, mal dem i aus der Vorschleife. So. Und nicht vergessen, am Ende noch zurückgeben. So, ich versuche jetzt die Faculty-Methode anhand eines Beispiels zu erklären. Nehmen wir an, wir haben den Parameter 3. Das heißt, wir wollen die Fakultät von 3 berechnen. Also 3 mal 2 mal 1 ist gleich 6. In unserem Beispiel geben wir dann hier 3 ein als n. Dann wird Fakultät gleich 1 gesetzt. Und wir gehen in die Vorschleife, welche mit i gleich 2 beginnt. Dann wird überprüft, ist i, also gleich 2, kleiner gleich unsere Eingabe 3, und weil 2 kleiner als 3 ist, geht man in die Vorschleife und hier wird dann die 1, die wir hatten, mal der 2 genommen. Das heißt 1 mal 2, also unser altes Faculty mal dem i, ist gleich 2. Das heißt, unser neues Faculty ist gleich 2. Und dann endet die Vorschleife und wir gehen wieder nach oben in die Vorschleife. Das heißt, int i ist nun 3, weil die um 1 inkrementiert wird. Und dann wird überprüft, ist 3 kleiner gleich 3, ist wieder wahr. Und dann geht man wieder in die Vorschleife und sieht, dann ist unser neues Faculty gleich unser altes Faculty, das war ja 2, mal i, also mal der 3. Dann haben wir 2 mal 3 ist gleich 6. Und dann ist Fac gleich 6 und die Vorschleife wird dann wieder überprüft. Dann ist int i gleich 4. I ist aber nicht kleiner gleich der 3, die wir eingegeben hatten zu Beginn. Dementsprechend endet die Vorschleife. Und unser Endergebnis ist dann die 6. Und mit der Eingabe 3 haben wir das auch erwartet. Also 3 mal 2 mal 1 ist gleich 6. So, als nächstes zeige ich, wie man dieselbe Methode auch nochmal rekursiv löst. Dazu stellen wir wieder eine Methode FacultyRec mit dem Parameter n. Damit es nicht zu verwirrend ist, stellen wir noch eine Hilfsvariable fac, welche gleich n ist, aber beim rekursiven Aufruf
sieht es dann verwirrend aus, wenn man immer nur mit n arbeitet. Deswegen erstelle ich jetzt diese Hilfsvariable. So, zuerst wird dann bei jedem Aufruf geprüft, ob Faculty gleich der 0 entspricht oder ob Faculty gleich der 1 entspricht, weil bei beidem dieser Fälle returnen wir die 1, weil die Fakultät von 0 ist gleich 1 und die Fakultät von 1 ist auch gleich 1. Andernfalls setzen wir unsere Variable fac gleich einem neuen Aufruf derselben Methode, das heißt Faculty Reg mit dem Parameter fac minus 1. Und das Ganze mal fac. Und dann returnen wir auch unsere Variable fac. So, das ist die ganze Methode rekursiv. So, dann versuche ich kurz zu erklären, wie der rekursive Ansatz hier funktioniert. Nehmen wir an, wir geben eine 3 ein. Dann ist fac gleich 3. Dann wird überprüft, ist fac gleich 0 oder 1. Dann gibt 1 zurück. Ist ja bei uns gerade nicht der Fall. Dann wird fac gleich einem erneuten Aufruf von Faculty Reg zugewiesen. Und zwar Faculty Reg mit dem Input 3, was wir vorher hatten, minus 1. Das heißt mit dem Input 2 mal unserem Faculty, also mal der 3. Das heißt Faculty Reg von 2 mal 3. Dann springen wir wieder in die Methode hier hinein, in Faculty Reg. Und dort haben wir aber diesmal die Eingabe 2. 2 fac wird dann gleich 2 gesetzt, ist wieder weder 0 oder 1. Und dann wird Faculty wieder aufgerufen. Und fac wird wieder dem Ergebnis davon zugewiesen. Diesmal ist also fac gleich Faculty Reg von 2 minus 1, weil unsere Eingabe ja 2 war. 2 minus 1 ist 1, mal der 2, also mal dem Faculty hier ganz rechts. Das heißt, das ist jetzt schon ziemlich tief rekursiv. Wir rufen wieder Faculty Reg auf, aber diesmal mit dem Parameter 1. Und weil wir hier die if-Anweisung haben, if fac ist gleich 1, return 1. Das heißt, wir returnen hier eine 1, dann steht hier, also wenn wir dann wieder die Rekursion zurückverfolgen, ist dann das Ergebnis von Faculty Reg von 1 ist 1 mal der Faculty, die wir hatten, die war 2. Das heißt, das Gesamte ergibt dann 2, aber weil wir in einem tieferen Rekursionsschritt waren, müssen wir nochmal diese 2 als Ergebnis der Faculty Reg sehen und mal unserem Anfangsparameter 3 sehen. Das heißt 2 mal 3 und so kommen wir dann auf unser gewünschtes Ergebnis 6, also 3 mal 2 mal 1. Das ist der rekursive Ansatz von Faculty. So, als nächstes sollen wir eine Methode Binomialkoeffizient schreiben, welche als Rückgabewert auch ein Parameter int hat und zwei formale Parameter vom Typ int hat. Das heißt, wieder public, weil nichts anderes gegeben ist, Rückgabewert int und als Name Binomialkoeffizient. So, und zwei formale Parameter, einmal eine Zahl namens n, einmal das n und einmal namens von k. Das heißt, wir haben jetzt n und k gegeben. Und jetzt brauchen wir die Berechnung für den Binomialkoeffizienten. Den kann man in der Aufgabenstellung ablesen. Das ist ja, also n über k wird dann berechnet mit n-Fakultät durch k-Fakultät mal n minus k-Fakultät. Das heißt, wir brauchen Faculty, unsere Methode von oben, die wir eben geschrieben haben, mit der Zahl n, weil n-Fakultät geteilt durch, hier in Klammern, weil hier mehr kommt, erstmal k-Fakultät. Oh, so. Fakultät von k mal der Fakultät von n minus k. Das heißt, nam n minus nam k. So, diese Fakultät und das Gesamte durch die Fakultät von n. Und das müssen wir zurückgeben. Das heißt, return diesen Wert. Und so berechnet sich der Binomialkoeffizient. Also nochmal, n-Fakultät durch k-Fakultät mal n minus k-Fakultät.
Als nächstes kommen wir zur Aufgabe H1.2. Hier geht es um die Dreiecksdarstellung vom Binomialkoeffizienten. Auf dem Übungsblatt kann man erkennen, dass die Binomialkoeffizienten in einem Dreiecksschema gegeben sind, auf dem Übungsblatt jetzt speziell mit der Höhe 6. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, dass wir eine Methode Triangle of Binomialkoeffizient schreiben sollen, welche dann ein Array zurückgibt, ein Int-Array, welche bis zu der gegebenen Höhe, also bis zu dem gegebenen formalen Parameter, alle Binomialkoeffizienten berechnet und die in der gleichen Reihenfolge in ein Array packt. Dazu müssen wir aber erst eine Hilfsmethode definieren, die nenne ich mal Sum of Sequence. So. Und die kriegt einen formalen Parameter End of Sequence. Das ist jetzt dafür da, dass wir die Länge des Ergebnisarrays im Voraus schon bestimmen können, um dann ein Array zu erstellen und dem dann die Ergebnisse der Binomialkoeffizienten zuzuweisen. Das heißt, wir erstellen erstmal eine Variable Result, setzen die gleich 0 und dann eine Vorschleife, diesmal ganz einfach, mit int i gleich 1. Wir fangen dann an, von 1 auf zu zählen und zwar so lange, bis wir unseren formalen Parameter erreicht haben, also End of Sequence, und inkrementieren die Schleife immer um 1. So, in dieser Vorschleife, was wir machen, ist einfach, dass wir Result gleich Result plus 1 setzen. Das heißt, plus i setzen. Das heißt, für jeden Wert, den wir finden, zählen wir einfach immer plus 1 dazu, plus i dazu, um dann am Ende die Anzahl die Größe unseres Arrays herauszufinden, damit wir dem Dreiecksschema aus der Aufgabenstellung folgen können und ein Array im Voraus mit genau dieser Größe deklarieren können. So, nicht zu vergessen, dass wir Result return müssen. So. Und jetzt zur eigentlichen Methode, die gefragt ist in dieser Aufgabe. Und die ist wieder public int, aber diesmal mit einem Array, weil wir ein Array zurückgeben wollen. Und der Name der Methode ist Triangle of Bin coef. So, und diese kriegt einen formalen Parameter. In der Aufgabenstellung steht, dass der übergebene Parameter die Höhe beschreibt. Das heißt, wir können diesen Parameter height nennen, um dann auch einen Überblick zu behalten, damit es nicht alles zu verwirrend wird. So, und jetzt benutzen wir die Methode, die wir eben geschrieben haben. Das heißt, wir brauchen Sum of Sequence mit der Eingabe, mit der Höhe, die wir haben, plus 1. Und die speichern wir jetzt in einer Variable ab. Das heißt, wir nennen die mal Entries. So, dann haben wir int Entries ist gleich dem Ergebnis von Sum of Sequence. Was wir jetzt machen können, ist unser Ergebnisarray schon mal deklarieren. So, bin coef Entries nennen wir die mal. Ist gleich ein New Int Array mit der Größe Entries. So. Als nächstes deklarieren wir ein Index Array gleich 0 und schreiben uns verschachtelte Vorschleifen, um dann dem Dreiecksschema folgen zu können. Also zuerst Int J ist gleich 0, nennen wir es einfach mal J. Und das geht so lange wie die gegebene Größe aus dem formalen Parameter und nach jedem Schleifendurchlauf wird J um 1 inkrementiert. So, dann brauchen wir aber eine verschachtelte Vorschleife, weil wir die verschiedenen Reihen jeweils durchgehen müssen. Das heißt, das nennen wir mal K ist auch gleich 0 und K ist kleiner gleich J. Und nach jedem Aufruf wird K um 1 erhöht. Nach jedem Durchlauf der Vorschleife, nicht nach jedem Aufruf. Und hier drin setzen wir jetzt von unserem Ergebnis-Array an der Stelle Index-Array, was wir zuerst 0 gesetzt haben, gleich dem Binomialkoeffizienten und benutzen dafür die oben
definierte Methode Binomialkoeffizient mit den Werten j und k. Das sind dann einfach nach dem Dreiecksschema die 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2 und immer so weiter. Und weil wir das jetzt in der Vorschleife einmal mit j und mit k durchgearbeitet haben, ist es ganz einfach, dass wir die eine Vorschleife für den oberen Wert, also es heißt ja n über k, dass wir für den oberen Wert n benutzen und für den unteren Wert k benutzen. Das geht so, ganz einfach. Und als nächstes müssen wir noch den Index-Array, den wir gerade benutzt haben, plus 1 setzen, damit der auch nicht immer an die gleiche Stelle des Arrays etwas schreibt. Und so gehen wir jeden einzelnen Binomialkoeffizienten durch, der dort gefragt ist, und auch die einzelnen Werte, jeweils mit mit zwei verschachtelten Vorschleifen. So, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich am Ende das Array zurückzugeben. So. Und das wär's. So, als letzte Aufgabe haben wir nun H1.3, das Pascalsche Dreieck. Hier geht es darum, dass wir wieder das Pascalsche Dreieck mit der Höhe 6 gegeben haben in unseren Aufgabenblättern, nur dass wir diesmal kein Binomialkoeffizienten benutzen sollen. Das heißt, wir sollen die Berechnung anderweitig hier ausführen und es ist strikt vorgegeben, dass das nicht benutzt werden soll. Also die Methode, die wir da oben definiert hatten, dementsprechend können wir wieder so wie eben anfangen, dass wir ein Int-Array zurückgeben wollen und dieses nennen wir mal Pascal's Triangle, wie in der Aufgabenstellung gewünscht, und geben dem wieder eine Höhe mit, also einen formalen Parameter mit der Höhe. Wir fangen wieder gleich an, dass wir Int-Entries, also die Länge unseres End-Arrays berechnen und hier geben wir wieder Height plus 1 mit. Gut, und dann können wir auch unser Result-Array erstellen. Den können wir auch wieder bin-coefficient-entries nennen. Der ist dann wieder ein neuer Int-Array mit dem Ergebnis aus Entries. So, gleiches Schema wie eben. Int-Index-Array gleich 0, damit wir jede Array-Stelle immer inkrementieren können und nicht immer an die gleiche Array-Stelle schreiben. Und dann haben wir wieder eine verschachtelte Vorschleife. Diesmal wieder mit j gleich 0, j kleiner Gleichheit und wieder j um 1 inkrementieren nach jedem Schleifendurchlauf. Hier drin wieder gleiches Schema wie oben. Int k gleich 0, k kleiner gleich j und also solange k kleiner gleich j ist, wird diese Vorschleife ausgeführt und hier wird auch k immer um 1 inkrementiert. So. Was jetzt aber anders ist, ist, dass wir den Binomialkoeffizienten nicht benutzen dürfen, also so wie eben, sondern wir müssen nach den Schemen gehen, also nach den folgenden Sachverhalten gehen, die wir eben auf dem Übungsblatt gesehen haben. Das heißt, diesmal müssen wir den Sonderfall selbst abdecken. Zum Beispiel, dass wenn k gleich 0 ist oder k gleich j ist, dass wir an dieser Stelle den Array-Eintrag von unserem Endergebnis, an der Stelle Index-Array natürlich, gleich 1 setzen. Und nicht vergessen, den Index-Array wieder zu inkrementieren. So, falls das nicht der Fall ist, kommen wir jetzt dazu, wie in der Aufgabenstellung gegeben, dass wir das Endergebnis an der Stelle Index-Array, wo wir aktuell sind, gleich dem Ergebnis von Index-Array an der Stelle, also an der Stelle Index-Array minus 1 minus j nehmen und den addieren mit so, plus nochmal dem Ergebnis von bin-coef-entries an der Stelle Index-Array minus j. So. Hier darf man wieder nicht vergessen, den Index-Array wieder um 1 zu inkrementieren, weil sonst immer an die gleiche Stelle des Arrays geschrieben wird. Und ganz zum Schluss müssen wir auch unser Ergebnis-Array return. Das heißt, bin-coefficient-entries. So.
Was hier jetzt der ausschlaggebende Unterschied ist, ist, dass wir nicht wieder Binomialkoeffizient benutzt haben, wie vorgegeben in der Aufgabenstellung, sondern einfach die Berechnung, dass, also den Sachverhalt, dass n über k plus n über k minus 1 gleich n plus 1 über k ist und dass n über 0 und n über n beides gleich 1 sind. Und das ist dann mit dieser f-Abfrage abgedeckt. Und nochmal als kurze Erklärung für den else-Teil hier, warum wir hier verschiedene Array-Einträge miteinander addieren, ist, dass wenn man sich das Pascalsche Dreieck mit der Höhe 6 anschaut, also die Abbildung 2 auf dem Aufgabenblatt, da sieht man das Schema, dass es immer eine Addition der oberen zwei Werte sind. Das heißt zum Beispiel bei der Reihe n gleich 3, da sieht man, dass die 3 das Ergebnis von den zwei drüber liegenden Werten ist. Das heißt, 1 plus 2 ist gleich 3. Also das Ergebnis der Addition der beiden Werte darüber. Zum Beispiel bei Reihe n gleich 5 ist da eine 10 gegeben. Die ist das Ergebnis der Addition 4 plus 6. Und mit dem Eintrag, Eintrag Binomial Coefficient Entries Index Array minus 1 minus j kommt man dann immer dank der Vorschleife genau auf den Wert, der 1 drüber links ist und dann auf den Wert, der 1 drüber rechts ist, um dann diese beiden zu addieren. Was wir hier machen, an dieser Stelle bei dem else-Teil, ist einfach genau das. Man geht nur eine Reihe nach oben, addiert die beiden Werte zusammen und das ist dann das Ergebnis des Eintrags an der Stelle. Und das ist die Kunst, wie man es ohne die Methode Binomialkoeffizient berechnet. So, dann kommen wir zur Aufgabe H2.1. Hier ist es unsere Aufgabe, zuallererst eine abstrakte Doc-Klasse zu erstellen. Die müssen wir dann hier auch als abstrakt deklarieren. So, außerdem brauchen wir zwei Interfaces. Der erste ist genannt Bark Behavior und der zweite heißt Running Behavior, welche dann einfach das Bark und Running, die Attribute von den Hunden beschreibt. Schreiben soll. Running Behavior. So. Das sind dann zwei Interfaces, die wir gegeben haben. So, als nächstes soll unsere abstrakte Dog-Klasse über zwei Attribute verfügen, die das Bell- und Laufverhalten beschreiben. Das heißt, wir können diese eigentlich direkt nach den Interfaces benennen, die wir haben. Und zwar einmal Bark Behavior. Und die nennen wir einfach Bark Behavior. Und das andere ist Running Behavior und die können wir auch einfach Running Behavior nennen. So, als nächstes sagt es, dass die abstrakte Klasse Dog über zwei Methoden, Run und Bark, verfügt, welche auch einen String zurückgeben. Aber was wir hier machen sollen, ist ja über die Interfaces auf diese Methoden zugreifen. Dementsprechend gehen wir auf Bark Behavior und geben diesem Interface eine Methode bark, welche ein String zurückgibt, wie in der Aufgabenstellung verlangt. Und die sind ja automatisch public, weil es ein Interface ist. Und das gleiche machen wir bei Running Behavior. Hier deklarieren wir eine Methode und nennen sie run. Und die gibt auch wieder ein String zurück. Jetzt wieder zurück zur abstrakten Dog-Klasse. Hier können wir dann ganz einfach die Interfaces von eben benutzen. Und laut der Aufgabenstellung sollen wir jetzt die zwei Methoden Run und Bark hier implementieren. Die sind dann public, geben ein String zurück und dann die erste ist Bark. Und die soll ein String zurückgeben, aber nicht einfach jeglichen, sondern genau den aus dem Interface, was wir eben haben. Und wir haben ja oben zwei Attribute für genau diese Klasse. Und dementsprechend können wir hier sagen, BarkBehavior.bark. Das gleiche machen wir jetzt nochmal für das Rennverhalten. Also erstellen wir eine Methode run und returnen auch hier RunningBehavior.run. So, was hier noch fehlt, sind dann zwei Methoden, um die erbenden Klassen von Dog, die unterschiedliche Verhalten beschreiben,
noch konkrete Methoden zu geben. Und diese sind dann einmal die Set-Methoden, das heißt Set-Bark-Behavior und Set-Running-Behavior. Die können wir ganz einfach wie gewohnt so implementieren, dass wir die einfach Set-Bark-Behavior nennen. Dem geben wir dann einen formalen Parameter vom Typ Bark-Behavior, also von unserem Interface. Und nennen das auch einfach Bark-Behavior. So. Und dieses setzen wir so, dass wir sagen, this.BarkBehavior ist gleich BarkBehavior. Warum wir this sagen, ist hier an dieser Stelle, dass das eigene Objekt gemeint ist. Das heißt, das Objekt, was gerade diese Methode setBarkBehavior aufruft, hat ja dann genau zwei Attribute, die wir hier oben deklariert haben, BarkBehavior und RunningBehavior. Und mit this greift man auf die da oben genannten Attribute zu. Und ohne this ist man in dem Scope von dem formalen Parameter. Selbst wenn beide den identischen Namen tragen, sind wir genau in diesem Scope hier. Das gleiche machen wir jetzt nochmal ohne Rückgabetyp für Running Behavior, Set Running Behavior mit dem formalen Parameter Running Behavior. Den nennen wir wieder Running Behavior, so wie unser Attribut oben. Und dann wieder this.Running Behavior ist gleich dem formalen Parameter Running Behavior. So, bei der H2.2 kommt es jetzt darauf an, einfach viele Klassen zu erstellen, die dann genau die Klassen, die wir eben erstellt haben und die Interfaces zu benutzen. So, zuerst erstellen wir dann eine Klasse NoBarking. So, diese Klasse soll unsere BarkBehavior implementieren und dazu braucht es die Methode Bark. Nur diesmal, da es kein Interface ist, muss es auch was zurückgeben. Laut Aufgabenstellung soll es dann einfach der Klassenname sein, alles klein geschrieben und als String und mit einem Abstand dazwischen. Das heißt No Barking. So, das ist dann unsere No Barking Klasse. Dann erstellen wir nochmal eine neue Klasse, die soll Quiet Barking heißen. So, bei Quiet Barking geht es jetzt genau um das Gleiche, dass die wieder die Bark Behavior implementiert und hier wieder eine Methode hat, und zwar genau die aus dem Interface, Bark Behavior, das heißt Bark, und die returnt ein String, Quiet Barking. So, das Gleiche machen wir nun ein drittes Mal mit Loud Barking. Das heißt, eine neue Klasse erstellen. Loud Barking nennen wir die. Diese implementiert dann wieder Bark Behavior und die hat wieder eine Methode Public String Bark und die gibt dann den String Loud Barking zurück. So. Dann kommen wir zu den drei sehr, sehr ähnlichen Klassen. Die sind No Running. So, No Running. Diese implementiert Running Behavior, macht dann ziemlich genau das gleiche wie die anderen drei erstellten Klassen zuvor, nur mit der Methode Run. Und dieses returnt wieder den Klassennamen klein geschrieben und mit einem Abstand, No Running. So, das gleiche machen wir jetzt noch zweimal mit Slow Running. Slow Running. Diese implementiert wieder Running Behavior. Und damit es auch dem Interface übereinstimmt, muss es wieder eine Methode Run haben. Und diese gibt ein String zurück, Slow Running. So, und dann das dritte und letzte wäre dann Fast Running, die Klasse Fast Running. Diese implementiert wieder Run Behavior, Running Behavior und hat dann wieder, wie die anderen fünf Methoden, Klassen zuvor, eine Run-Methode, welche ein String zurückgibt. Return Fast Running. So.
So, unsere nächste Aufgabe ist es nun wieder, ein paar weitere Klassen zu erstellen. Diesmal aber Klassen, die von unserer abstrakten Klasse Dog erben. Dazu sollen wir als erstes die Klasse Dog Puppet erstellen, welche von Dog erbt. So, und die soll einen Konstruktor haben, der natürlich genauso heißt wie die Klasse selbst, Dog Puppet. Und dieser soll dann das Bark Behavior und Running Behavior setzen. Und dazu hatten wir ja in unserer Dog-Klasse hier oben zwei Methoden geschrieben: Set Bark Behavior und Set Running Behavior. Das heißt, wir gehen wieder auf Dog Puppet und sagen Set Bark Behavior. Das benutzt dann die Methode von der Superklasse, also eins drüber, und sagen New No Barking. Das ist in der Aufgabenstellung gegeben, dass ein Dog Puppet nicht bellen kann und auch nicht rennen kann. Dementsprechend wird das Running Behavior auf No Running gesetzt. So, so einfach geht's schon mit dem Dog Puppet. Dann machen wir weiter. Als nächstes kommt der German Shepherd. So, ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ja. Gleiches Prinzip hier. Wir brauchen wieder Extends Dog, weil es von der Dog-Klasse erbt, um dann die beiden Methoden aus der Superklasse, also aus der Dog-Klasse, zu verwenden. Haben hier den Konstruktor und sagen wieder Set Bark Behavior, New. Und dann gucken wir in die Aufgabenstellung. Ein German Shepherd soll laut bellen und schnell laufen können. Das heißt New Loud Barking und Set Running Behavior ist New Fast Running. So. Und nun noch einmal. Und diesmal brauchen wir einen Pudel, also die Klasse Pudel. Diese erbt wieder von Dog. Gleiches Prinzip wie oben. So, und wieder soll es einen Konstruktor Pudel, Public Pudel geben, der dann Set Bark Behavior, langsam laufen und leise bellen hat. Das heißt New Quiet Barking und Set Running Behavior sagen wir New Slow Running. So, und als letztes sollen wir einen Standard-Dog erstellen. Die Klasse soll Standard-Dog heißen. Dazu erstellen wir eine Klasse, Standard-Dog. Und wieder Extends-Dog. So. Der soll dann den Standard zurückgeben. Das heißt, Public Standard Dog soll einfach genau das aus seiner Superklasse übernehmen. Und dementsprechend lassen wir das hier fürs Erste frei. So, zum Abschluss können wir nochmal überprüfen, ob wir alles korrekt gemacht haben, indem wir wissen, wenn wir eine neue Hundeklasse erstellen, dass wir einfach schauen, zum Beispiel Public Class Poodle, und wenn wir dem eine Bark-Methode geben, ob diese Bark-Methode nochmal explizit hart gecodet werden muss. Also ob wir schreiben müssen Return Quiet Barking oder das über unsere Interfaces übernommen wird. Das heißt, wir haben jetzt vier Klassen, die von der abstrakten Klasse Dog erben. Wir haben zwei Interfaces, Bark Behavior und Running Behavior und dann jeweils die drei Klassen, die diese implementieren. So, das war's mit Übungsblatt 3.